Sarah Meyer ist 37 Jahre alt und arbeitet beim Unternehmen Türkis. Sie wird für 2 Jahre ins Ausland gesendet, wo sie in einem Tochterunternehmen eine Leitungsstelle erhält. Nach ihrem Auslandsaufenthalt kommt Frau Meyer mit viel Erfahrung zurück. Aber als ihr Arbeitsalltag im Mutterunternehmen Türkis wieder beginnt, ist Frau Meyer verwundert, dass kaum einer ihrer Kollegen etwas über ihre Erfahrungen im ausländischen Tochterunternehmen wissen möchte. Darüber hinaus erscheint ihr die jetzige Stelle als weniger bedeutsam verglichen mit der Position im Ausland. Frau Meyer ist enttäuscht, dass ihre neuen Erfahrungen und Expertisen nicht beachtet werden und scheinbar auch nicht benötigt. All dies bringt sie dazu, über eine Kündigung nachzudenken, obwohl sie eigentlich immer gerne im Unternehmen Türkis gearbeitet hat. Der Vorgesetzten von Frau Meyer fällt auf, dass ihre Mitarbeiterin unzufrieden wirkt. Deshalb bittet sie sie um ein persönliches Gespräch. Mir ist aufgefallen, dass Sie seit Ihrer Rückkehr etwas niedergeschlagen wirken, Frau Meyer. Ist alles in Ordnung? Naja, ich bin nicht so ganz glücklich mit der Situation. Was ist denn los? Ich habe gedacht, es hat Ihnen gut gefallen im Ausland. Naja, es war schon etwas chaotisch. Zum Beispiel die Wohnungssuche. Ich hätte mir da mehr Informationen gewünscht. Später habe ich auch noch erfahren, dass mein Vorgänger die eigentlich gehabt hätte und mir eine gute Adresse hätte empfehlen können. Er wusste nur nicht, dass ich seine Nachfolgerin bin und man hat ihn ja auch nicht gefragt. Das war ärgerlich. Und seit ich hier bin, naja, ich trage meiner jetzigen Position eigentlich viel weniger Verantwortung als im Ausland. Und ich habe allgemein das Gefühl, dass sich niemand so richtig für das, was ich im Ausland gelernt habe, interessiert. Dabei hätte ich einige gute Ideen, was wir hier bei Türkis verändern könnten. Ja, ich kann Ihren Unmut da schon verstehen. Ehrlich gesagt finde ich auch, dass wir da ein bisschen mehr machen könnten. Immerhin sollte sich so ein Auslandseinsatz ja auch für das Unternehmen und seine Mitarbeiter lohnen. Ja, das denke ich auch. Ich habe zu dem Thema viel gelesen, weil es mich ob der Situation natürlich interessiert hat, wie man es hätte besser machen können. Da gäbe es schon so viele Möglichkeiten. So? Welche denn? Die Reintegration des Expatriates beginnt eigentlich schon vor der Ausreise. Frau Meyer sollte mit ihrem Vorgänger im Kontakt stehen und ihn als Mentor zur Seite haben. Die Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt könnte unter anderem aus Trainings, vorbereitenden Coachings sowie aus der Weitergabe von Insider-Informationen über das Auslandsunternehmen bestehen. Außerdem sollte Frau Meyers Vorgesetzte offen mit ihr über mögliche Positionen in dem Unternehmen nach der Rückkehr aus dem Ausland sprechen und dadurch Enttäuschungen vorbeugen. Dabei sollte auch von Seiten des Unternehmens reflektiert werden, wie das von Mitarbeitern gesammelte Wissen in einer anderen Position am besten zur Geltung kommt. Wenn Frau Meyer schließlich im ausländischen Tochterunternehmen angekommen ist und dort arbeitet, ist es hilfreich, wenn sie auch auf die Unterstützung von Mentoren vor Ort zurückgreifen kann. Der Kontakt zum Mutterunternehmen sollte weiterhin bestehen, um wichtige Veränderungen mitverfolgen zu können. Dabei ist es wichtig, einen bestimmten Ansprechpartner zu haben, zum Beispiel den Mentor, der schon einmal im Ausland war, oder den Kollegen der zukünftigen Stelle im Heimatunternehmen, falls diese schon bekannt ist. Gerade vor der Rückkehr sollte dieser Kontakt intensiviert werden, um über die neuesten Entwicklungen Bescheid zu wissen. Auch Tipps und Hilfestellungen für die praktische Reintegration, wie zum Beispiel die Suche nach passenden Schulen für die Kinder, sind hierbei wichtig. Wieder im Unternehmen angekommen, sollte die Expat Frau Meyer, nun Repat, durch Entwicklungs- und Weiterbildungsmaßnahmen sowohl für den neuen Job als auch für den weiteren Wissenstransfer fit gemacht werden. Konkret gesagt geht es hier um die Verbreitung von explizitem und implizitem Wissen. Bei implizitem Wissen handelt es sich um die Erfahrungen, die ein Mensch durch seine Umwelt macht. Zu Frau Meyers neuem impliziten Wissensschatz gehören zum Beispiel alle Erlebnisse während ihres Auslandsaufenthalts, wie etwa das Feilschen auf den Markt. Explizites Wissen hingegen ist formell dokumentiertes Wissen. Darunter fallen zum Beispiel festgelegte Abläufe im Tochterunternehmen zu bestimmten Themen, wie die Beantwortung von Kundenanfragen oder Krisenmanuals.
Indem Frau Meier diese Wissensvorräte verinnerlicht und anwendet, wird ihr Wissen internalisiert und durch Dokumentation, also zum Beispiel durch das Aufschreiben oder durch Podcasts, explizit, also für andere zugänglich gemacht. Um ihr Wissen für das Mutterunternehmen explizit machen zu können, muss für Sarah Meier zunächst einmal selbst klar sein, welche Kenntnisse sie im Ausland erworben hat. Dieses reflektierte Wissen sollte sie schließlich dokumentieren. Im Zuge dessen ist es auch wichtig, das neue Wissen mit anderen externen Wissensvorräten zu kombinieren und eine Übertragbarkeit auf andere Kontexte zu ermöglichen. Darüber hinaus sollte sichergestellt werden, dass Frau Meier auch eine narrative Kompetenz entwickelt und durch das sogenannte Storytelling das Interesse der Kollegen weckt. Storytelling ist dabei die Kunst, wichtige Inhalte in eine gut erzählte, einprägsame Geschichte zu verpacken. Dadurch kann Frau Meier ihre Erfahrungen in einer Art und Weise teilen, die ihre Zuhörer leichter nachvollziehen können. Dies kann zum Beispiel im Rahmen einer Präsentation, eines Trainings oder Seminars geschehen. Auch Weiterbildungen zum Mentor für zukünftige Experts sollten auf dem Programm stehen, um Frau Meiers Auslandserfahrung optimal für den Entsendungsprozess nutzen zu können. Na, das hört sich doch toll an! Warum überlegen wir nicht gemeinsam, wie wir all diese Prozesse und Strukturen in unser Unternehmen integrieren können? Und dann stellen wir das zusammen in einem Meeting in 2 Wochen vor. Was halten Sie davon, Frau Meier? Ja, das klingt doch gut. Und das Projekt bräuchte sicher auch einen Koordinator. Wie wäre es denn mit Ihnen? Gut organisiertes Reintegrations- und Wissensmanagement erhöht die allgemeine Mitarbeiterzufriedenheit, den Erfolg der Entsendungen und den des Unternehmens.